seufzt nicht mehr. Halleluja. Verschwunden sind die Nebel all. Halleluja. Jetzt glänzt der lieben Sonnenstrahl. Halleluja. 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 Wo ist, o freudenreiches Herz? Halleluja. Wo ist dein Weh? Wo ist dein Schmerz? Halleluja. Wohl ist dir, o Herz, wie wohl. Halleluja. Denn bist du aller Freuden voll. Halleluja. 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 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Gläubige, die Osterfreude möge uns verbleiben und immer wieder neu gestärkt werden, dadurch, dass wir daran denken, es gibt den Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Es gibt ihn nicht nur in der Vergangenheit, es gibt ihn genauso in der Gegenwart, es gibt ihn mitten unter uns. Er ist da, weil er uns verheißen hat, dass er bis ans Ende der Welt bei uns bleiben wird. Und weil er auch im Sakrament der Eucharistie gegenwärtig ist, wo er sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut, nehmt und esst davon. Wir wollen es tun, bereiten uns aber darauf vor, denn unser Herz ist nicht immer so bereit, dass wir ihn ohne weiteres aufnehmen können. Aber wir haben Vertrauen. Herr Jesus, du hast Worte ewigen Lebens. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Wir haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Christe eleison. Christe eleison. Dein Wort ist Geist, aber auch der aber auch uns lebendig macht. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch das Wasser der Taufe neu geschaffen. Schütze dieses neue Leben, damit alle, die an dich glauben, dem Ansturm des Bösen standhalten und das Geschenk deiner Gnade treu bewahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in all Ewigkeit. Lesen aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen hatte die Kirche in ganz Judäa, Galiläa und Samarien Frieden, sie wurde gefestigt und lebte in der Furcht vor dem Herrn. Und sie wuchs durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Auf einer Reise zu den einzelnen Gemeinden kam Petrus auch zu den Heiligen in Lydda. Dort fand er einen Mann namens Aeneas, der seit 8 Jahren lahm und bettlägerig war. Petrus sagte zu ihm: Aeneas, Jesus Christus heilt dich,
Steh auf, richte dir dein Bett. Sogleich stand er auf. Und alle Bewohner von Lida und der Sharon-Ebene sahen ihn und bekehrten sich zum Herrn. In Joppe lebte eine Jüngerin namens Tabitha, das heißt übersetzt Gazelle. Sie tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. In jenen Tagen aber wurde sie krank und starb. Man wusch sie und bate sie im Obergemach auf. Weil aber Lida nahe bei Joppe liegt und die Jünger hörten, dass Petrus dort war, schickten sie zwei Männer zu ihm und ließen ihn bitten: Komm zu uns, zögere nicht. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Als er ankam, führten sie ihn in das Obergemach hinauf. Alle Witwen traten zu ihm. Sie weinten und zeigten ihm die Röcke und Mäntel, die Gazelle gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Petrus aber schickte alle hinaus, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu den Leichnam und sagte: Tabitha, steh auf. Da öffnete sie ihre Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Er gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen. Dann rief er die Heiligen und die Witwen und zeigte ihnen, dass sie wieder lebte. Das wurde in ganz Joppe bekannt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Sag an Maria, Jungfrau rein, Halleluja. Kommt das nicht von dem Sohne dein, Halleluja. Ach ja, dein Sohn erstanden ist, Halleluja. Kein Wunder, dass du fröhlich bist, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Deine Worte, Herr, sind Geist und Leben. Du hast Worte ewigen Lebens. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sagten viele Jünger Jesu, die ihm zuhörten: Was er sagt, das ist unerträglich. Wer kann das anhören? Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten und fragte sie: Daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn der Menschensohn hinaufsteigen wird, dorthin, woher er gekommen war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sagte: Deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück. Da fragte Jesus die 12:
wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, es ist ein und dieselbe Botschaft, die von Jesus ausgeht. Und doch wird sie verschiedentlich aufgenommen. Wir haben in der Lesung gehört, wie gerne man das aufgenommen hat, dass da Petrus in der Kraft Jesu Christi natürlich eine verstorbene Frau wieder zum Leben erweckt hat. Das kommt an bei den Leuten, da laufen die Leute her. Und es ist aber dieselbe Botschaft, von der wir im Evangelium gehört haben, dass sich viele Leute von Jesus getrennt haben und gesagt haben, was er da sagt, das kann man nicht hören. Das ist nicht zu hören und nicht zu glauben. Es ist dieselbe Botschaft, die angenommen wird und die abgelehnt wird. Die Menschen unterscheiden, was ihnen gefällt und was ihnen in dieser Botschaft nicht gefällt. Das ist heute genauso. Gewisse Dinge, die die Kirche verkündet, die werden gerne angenommen und andere wieder, die gegen den Zeitgeist sind, die werden abgelehnt. Aber es ist ein und dieselbe Botschaft. Bedenken wir das und glauben wir es, dass es Jesus Christus ist, der uns dieses und jenes sagen muss, weil es gut ist für uns, weil es gut ist für die ganze Welt, für alle Menschen. Seien wir nicht wählerisch, sondern sagen wir: Es ist doch dein Wort, das die Kirche verkündet. Du bist es ja doch, der in der Kirche lebendig ist und zu uns spricht. Gelobt sei Jesus Christus. Christus gibt uns den Geist, der den Tod überwindet und die Welt lebendig macht. Wir wollen ihn bitten. Für alle, deren Freiheit im Glauben bedroht ist, stärke sie im Bekenntnis zu dir und lass die religiöse Toleranz unter den Menschen wachsen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die unter Hunger leiden, lass sie durch dich satt werden an Leib und Seele. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle Kranken, lass die Heilung finden und Beistand durch Menschen, die dein Wort leben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die vom Leben Überforderten, lass sie in deiner Botschaft Orientierung finden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir wollen noch das Anliegen der Heiligen Messe in die Fürbitten hineinnehmen. Und zwar Barbara Raab für verstorbenen Gatten, Vater und Großvater. Und Johann und Maria Lindenbaum, das ist für die goldene Hochzeit. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Denn du allein spendest das Leben, dass wir alle ersehnen. Du bist unsere Hoffnung alle Tage und in Ewigkeit. Amen.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Gütiger Gott, nimm unsere Gaben an und gewähre uns deinen Schutz, damit wir die Gnade, die wir empfangen haben, nicht verlieren und zur ewigen Freude gelangen, die für uns du bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir laden sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Er bringt sich dir allzeit für uns dar und steht vor dir als unser Anwalt. Denn einmal geopfert stirbt er nicht wieder, sondern lebt auf ewig als das Lamm, das geschlachtet ist. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod und Leib verkünden wir, und deine
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Zu den Aposteln hat Jesus gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, Herr Jesus Christus, Auferstandener, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Christus wird gegenwärtig im Brot der Eucharistie und im Wein der Eucharistie. Wir durften genießen dieses Blut, das aus den Wunden des Herrn geflossen ist, und diesen Leib, der am Kreuz hingerichtet wurde. Bedenken wir das, wenn wir die vierte und die fünfte Strophe singen, Seite 46. Aus seinen Wunden fließen her, Halleluja, fünf Freuden sehen, fünf Freuden mehr, Halleluja, die freut sich über dich, Herr Goss, Halleluja. Und durch dein Herz die Freude floss, Halleluja, 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 Halleluja. Dein Herz nun ganz in Freuden schwimmt, Halleluja, und zu die Freude nimmt, Halleluja. Ach, nun vergiss auch unser nicht, Halleluja. Und teil auch uns ein Tröpflein mit, Halleluja, 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 Halleluja. Ja, Maria möge uns ein Tröpflein mitteilen, ein Tröpflein von der unbändigen Freude, die sie gehabt hat nach der Auferstehung Jesu, ihres Sohnes. Und den Herrn wollen wir noch bitten: Gütiger Gott, bewahre deinem Volk der Erlösten deine Liebe und Treue. Die Leiden deines Sohnes haben uns gerettet. Seine Auferstehung erhalte uns in der Freude. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.